Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Dieser Tag hat mein Leben erschüttert. Geht mal in euch und denkt nach. Jeder von uns hat ja so ein Erlebnis oder vielleicht mehrere Erlebnisse schon gehabt, von denen man sagt, dieser Tag, der hat nun wirklich mein Leben erschüttert. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Wir sind im Moment noch ausschließlich hier im Radio und etwa in 6-7 Minuten schaltet sich das wieder Fernsehen dazu. Edith ist die erste Anruferin und Edith ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Edith. Hallo? Edith meldet sich nicht. Ich spreche sie nochmal an. Hallo Edith? Nee. Aber ich höre doch irgendjemanden. Hallo? Nee. Dann nehmen wir Detlef, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Detlef? Ha, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Detlef höre ich auch nicht. Es rauscht. Dann machen wir einfach mal ein bisschen Musik und testen mal, was hier nicht stimmt.
Ja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk. Radio sage ich jetzt zu euch, den Fernsehzuschauern. Hier im Radio haben wir schon angefangen. Und wir haben etwas große technische Probleme im Moment. Und ich weiß gar nicht, ob die Sendung stattfinden kann. Wir versuchen es. Ich sage euch das Thema, was wir uns vorgenommen haben für heute Abend. Das Thema sollte heißen oder heißt hoffentlich, dieser Tag hat mein Leben erschüttert. Und ich frage euch, gab es so einen Tag schon in eurem Leben? Eigentlich ja. Eigentlich hat von uns jeder ja schon mal etwas erlebt, von wo oder von dem Ereignis man sagt, das hat wirklich mein Leben erschüttert und seitdem ist nichts mehr so, wie es war. Es gab eine schlimme Auswirkung, eine traurige Auswirkung, vielleicht aber auch eine positive Auswirkung. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, aus eurem Leben, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Dieser Tag hat mein Leben erschüttert. So, und jetzt werde ich mal in die Regie fragen, ob wir überhaupt irgendwas machen können. Ich sehe hier auf meinem Monitor nichts. Ich höre, dass sämtliche Leitungen tot sind. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir machen sollen. Wir werden jetzt mal eine Konserve, ein Band einspielen und versuchen das Ganze irgendwie noch hinzukriegen und würden uns dann gleich nochmal melden. Dann sage ich jetzt erstmal Band ab. So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute Nacht geht es bei uns um Sexprobleme. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Welche Sexprobleme habt ihr mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, vielleicht mit euch selbst? Oder welche Sexprobleme hattet ihr schon in eurem Leben und habt sie irgendwie in den Griff bekommen und wollt uns oder wollt mir davon erzählen? Telefonnummer wie immer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Nicole. Und Nicole ist 18 Jahre alt. Ja. Ist so, ne? Ja. Welche Probleme plagen dich denn, Nicole? Ja, ganz viele. Ganz viele? Ja. Mein Freund, der ist auch 18. Mhm. Und wir sind jetzt seit anderthalb Jahren zusammen und am Anfang ging es eigentlich auch alles ganz gut. Und und dann wollte er immer mehr, was Analsex betrifft. Und ja, und darauf stehe ich nicht ganz. Das ist einfach nicht so mein Fall. Mhm. Und am Anfang hat er es ein wenig akzeptiert, aber hat es dann immer wieder versucht hinzukriegen. Ja, Nicole, versuch's doch und lass uns mal versuchen. Vielleicht willst du es ja doch. Mhm. Aber es klappt ganz einfach nicht. Ich mag es nicht. Und ja, dann kriegen wir uns jedes Mal wieder eine Köppel. Ist es denn so, dass er jedes Mal, wenn ihr Sex miteinander habt, auf die Analschiene will? Also nicht jedes Mal. Also es ist auch so, dass ich halt so oft bei ihm schlafe wie vorher und dass wir uns nicht mehr ganz so oft sehen, ne? Deshalb? Ja. Also weil dir das unangenehm ist, damit konfrontiert zu werden und dass es dann, weil es dann immer Probleme auch gibt und Spannungen. Ja, genau. Er hatte damals ja vor mir eine Freundin, mit der er das wohl hatte. Mhm. Und darüber können wir auch nicht reden. Manchmal sagt er dann meine Ex-Freundin so und so. Und dann drehe ich natürlich auch durch, ne, weil ich mit seiner Ex-Freundin einfach nicht verglichen werden will. Aber ich meine, das ist ja schon bedenklich, wenn du weniger oder seltener zu ihm fährst, um dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Ist aber er fährt ja auch weniger zu mir. Weil er es nicht kriegt, was er will. Ja, so ungefähr. Wie ist denn der Sex an sich, wenn man das jetzt mal ausklammert zwischen euch beiden? Ja, jetzt eigentlich nicht mehr so schön, weil ich das doch wohl irgendwie immer im Kopf noch drin habe. Mhm. Ne? Wie viel Mal habt ihr es ausprobiert? Mehrere Male. Also ich habe mich am Anfang immer wieder rumkriegen lassen dazu, weil ich mir irgendwo eine Freude machen wollte und dass ich halt auch nicht wollte, dass wir Streit haben und dass wir halt auseinandergehen. Ja. Aber jetzt mittlerweile lasse ich es nicht mehr mit mir machen. Weil dir macht es definitiv keinen Spaß, ist nicht dein Ding. Genau, nee, macht mir absolut keinen Spaß. Ich empfinde da nichts bei. Und wieso ist er so scharf drauf? Hat er dir das erklärt? Nö, er mag es. Er findet es einfach geil. Ihm macht das total an. Und ja. Ich glaube, das ist wieder so ein typischer Fall, wenn in einer Partnerschaft der eine nun unbedingt so etwas haben will, was der andere nicht haben will, dass man da wirklich Rücksicht nehmen muss auf den anderen. Ich finde, dass in diesem Fall dein Freund, wenn er denn sehr interessiert ist an dir und er dich sehr lieb hat, das akzeptieren muss, dass du es nicht magst. Ja, das habe ich ihm auch schon. Finde ich schon. Und ich finde auch, dass du es auch nicht für ihn tun solltest und über dich ergehen lassen solltest. Wenn du wirklich keinen Spaß dran hast, dann solltest du das auch nicht machen. Nee, und wenn das so ein, ich will, ja, Nicole, wenn das so einen hohen Stellenwert für ihn hat, der Analverkehr,
dass er sogar eure Beziehung gefährdet, dann ist auch nicht so viel, finde ich, mit der Beziehung los, wenn es daran, wenn es daran definiert oder aufhängt. Also ich würde dich da bekräftigen wollen, dass du da dich weiter so verhältst, wie du dich bisher verhalten hast. Sag nein, weil es nicht dein Ding ist. Punkt. Sage ich ihm auch. Ich sage ihm auch, er soll mich verstehen und es akzeptieren, aber in dem Sinne streiten wir uns, wie gesagt, immer wieder, weil er es nicht versteht, aber in anderen Sachen ist er halt total lieb und versteht mich, nur in dieser Sache nicht, ne? Und irgendwie habe ich wohl Angst, ihn zu verlieren. Ja, aber vielleicht kannst du ihm ja auch irgendwie klar machen, dass, dass gerade wenn man nun mal so eng zusammen ist und eine Partnerschaft hat, eine Liebe hat, dass die aus Kompromissen besteht, auf gegenseitigen auf gegenseitige Rücksichtnahme. Man kann nicht alle seine Dinge durchsetzen, die man will. Ne? Und da muss man Prioritäten setzen. Was ist einem wichtiger, der Nahverkehr oder die Freundin? Und, ja, das versteht er ganz einfach. Tja, dann ist es schade. Dann ist es schade und dann wird es über kurz oder lang vielleicht sogar deshalb auseinandergehen, was natürlich sehr traurig ist. Aber dann sagt das auch etwas über die Beziehung aus. Ne? Also Nicole, bleib bei deinem klaren Nein in Sachen in dieser Sache, okay? Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Sexprobleme heißt unser Thema heute Nacht und ein bisschen Erika Berger-mäßig hier, aber nee, nein, auf keinen Fall so. Erzählt mir ganz einfach davon, welche Sexprobleme ihr mit eurem Partner, eurer Partnerin vielleicht derzeit habt oder auch schon hattet. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer ist Teddy. Teddy, 22 Jahre. Guten Morgen. Ja, morgen, Frau Berger. Nee, Jürgen. Grüß dich. Kennst du sie noch? Ist ja schon eine Weile her, ne? Bei RTL. Ja, ich kenne sie noch. Auch noch von RTL-Zeiten. Ja, das war Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Ja. Gesagt, ne? Da warst du ja noch ein kleiner Bub. Da durftest du gar nicht so was gucken. So klein war ich ja noch nicht. Naja, ne? Du bist jetzt 22. Genau. Ne? Und um was geht's jetzt? Mein Problem ist folgendes, das heißt ja immer, Männer mit kleinen Penissen machen Frauen nicht glücklich. Das heißt, werden nicht glücklich. Nö, das heißt es gar nicht. Es gibt ja diese schönen Vorteile, nur bei mir, ich habe nicht einen kleinen Penis, sondern meiner ist zu groß. Erzähl. Es ist im Prinzip, viele lachen drüber, ich finde es nicht zum Lachen, davon abgesehen. Mein Penis ist im erregierten Zustand über, also knapp über 26 Zentimeter. Das ist eine stolze Leistung. Ja, kann man so oder so sehen, sage ich mal. Bei mir ist halt das Problem, wenn ich Mädel kennenlerne, aufgrund meines Jobs, sage ich, dass ich Gogos vermittle. Was vermittelst du? Gogo-Tänzerin? Ich vermittle Gogos, männlich wie weiblich. Aha, das ist dein Job? Ja. Ja. So, und dann lernt man natürlich auch zwangsläufig auch Mädels kennen in Diskotheken und so, ne? Man lernt sich dann auch ein bisschen näher kennen. Man kommt dann auch zum Kuscheln und so weiter, so, und dann bis zur Unterhose ist ja alles in Ordnung, sobald dann die Unterhose Du kuschelst mit jeder Tänzerin, die du vermittelst? Nein. Normale Mädels, die ich da kennenlerne. Achso, alles klar. Beruflich und privat, das ist was komplett anderes. War ein Scherz. Nee, also wirklich, da bin ich wirklich konsequent, da ist wirklich die Grenze. Gut, es wird gekuschelt, es wird gestreichelt und irgendwann gehen die Mädels... Sobald dann die Unterhose fällt, kommt dann sehr oft der Schock. Kriegen die Schock und laufen raus? Naja, das heißt rauslaufen, sondern meistens sowas nach dem Motto, oh nee, da passt doch nicht rein, da habe ich noch Schmerzen und sonst was. In der Tat, ist das ein Problem für Männer, die zu groß ausgestattet sind, die im ersten Moment vielleicht bewundert werden von den anderen Männern und sagen, wow, genau, nicht schlecht. Es gibt ja viele Männer, die sagen, ich habe einen großen und haben im Endeffekt so einen kleinen Schniebelwurz auf gut Deutsch. Genau. Und wenn die wirklich wissen, was da für Probleme mit dranhängen. So Teddy, das ist jetzt die Reaktion, die spontane Reaktion der Frauen. Wie ist denn deine reale Erfahrung im Bett? Kannst du das Ding handeln, sage ich mal ganz salopp? Ja. Oder ich sag hier salopp, ja. Ja, kannst du. Ja. Oder sind Frauen auch schon, während du mit ihnen geschlafen hast, haben die gesagt, es geht nicht, es tut mir weh oder ich mag es nicht? Ja, das ist auch schon vorgekommen. Davon. Also sage ich ja dann, okay, wenn es weh tut, dann hat, ich sag mal so, ich zwinge niemanden dazu. Wie jetzt bei der Nicole zum Beispiel, dann mit meiner Vorrednerin, wo der Freund halt sagt, komm, mach mal und sowas. In die Richtung würde ich nie machen, davon abgesehen. Also, wenn der halt sagt, dann nicht, dann nicht. Ja, aber gar kein Thema, ne, finde ich. Gar ja, kein Thema. Aber natürlich ist es in dem Moment, wenn sie es sagt, natürlich doof. Sag ich, wie es ist. Weil ich meine, ich habe im letzten halben Jahr gehabt mal zweimal Sex. Ach so. Und das hängt damit zusammen? Ja. Gab es denn auch schon mal Frauen, die... drauf standen, meinst du? Ja, die vor Erstaunen und ja, Freudenschreie von sich gegeben haben? Ja, Freudenschreie nicht, aber es gab schon Reaktionen in der Hinsicht, oh, sowas Schönes oder sowas habe ich noch nie gesehen oder sowas. Mhm. Ich meine, das hört man natürlich jetzt mal gerne, ist klar. Hört man gerne, ist klar. Hattest du schon eine längere Beziehung mit deinen 22 Jahren? Wie lange dauerte diese Beziehung? Also meine längste Beziehung war von 16 bis 19, also knapp 3 Jahre. Mhm. Und da hat es gut geklappt? Da hat es super geklappt, also bis zum Umfallen. Ne, ich meine jetzt nicht
Nein, das lief also im Prinzip alles super, auch im Bett. Also 26 Zentimeter ist wirklich sehr viel. Ja, und ich war auch vor kurzem beim Urologen. Ich habe hier so ein DIN A4-Blatt, das sind 30 Zentimeter. Ja, rechne davon mal 4 Zentimeter weg. Ja, das ist schon gewaltig. Ne? Ich sehe es gerade auf dem Monitor, ja. Ich war auch vor kurzem beim Urologen und habe mich beraten lassen hinsichtlich Verkleinerungen und so weiter. Um Gottes Willen, bist du wahnsinnig. Ja, lass mich aber ganz kurz ausreden. Ja, klar. Der hat halt gesagt, es wäre medizinisch möglich. Mhm. Nur da es keine Krankheit ist in dem Sinne, bezahlt das die Krankenkasse nicht. Mhm. Ich meine, das ist natürlich irgendwie schon deprimierend. Ich sag mal so, ich meine, ich will es ja nicht nur auf Sexuelle definieren. Ich meine, ich suche ja auch eine Beziehung. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Mädel kennenlerne, will was aufbauen und sowas, sagen die meisten nur im Himmel, zwölf bloß nicht und tschüss. Also das passiert, mir sind zwei Mädels aus dem Zimmer rausgerannt. Also, nach meinem medizinischen Laienwissen, ist dringend davon abzuraten von Penisverlängerungen und von Penisverkürzungen. Ich habe hier in dieser Sendung mal einen Mann gehabt, der seinen Penis hat verkürzen lassen. Der ist bitter bereutert, weil hinterher alles nicht mehr so funktionierte, wie es vorher funktioniert hat. Und er hat dann gesagt, bloß, wenn das rückgängig machen könnte, er würde es tun, aber es geht natürlich nicht. Nur es tut natürlich irgendwo auch weh, weißt du, vom psychischen her gesehen, wenn du jetzt zum Beispiel Mädel kennenlernst, weißt du, und verliebst dich und dann wegen sowas, weißt du. Klar, aber ich meine, du weißt um das Problem, es ist jetzt auch eine Frage deines Handwerks und deiner Technik, wirklich dann auch so den Frauen entsprechend oder wie es den Frauen angenehm ist, damit umzugehen. Ja, nur ich kann sie auch nicht dazu zwingen. Nein, natürlich nicht. Und ich sag mal so, es ist im Endeffekt natürlich auch blöd, weil, wie gesagt, ich suche eine feste Beziehung, weißt du? Und wenn dann sowas dann vorkommt, weißt du, nach einer gewissen Zeit, dann stehst du dann doof da. Mhm. Ich sag mal... vielleicht solltest du schwul werden, da wärst du hoch angesehen. Ich meine, mein bester Kumpel, der ist ja auch schwul, der hat ja auch schon zu mir gesagt, ach Alex, weißt du was, kommst du mal mit zu uns in den Club rein? Genau, bist du der Star? Das hat er auch so gesagt, richtig. Nee, also ich sag mal, wie gesagt... Dazu wollen wir dich jetzt nicht zwingen. Nein, wenn ich es wäre, wäre es auch kein Thema. So. Nein, ja, natürlich. Mir ist das im Prinzip Schnupper, ob jemand hetero oder schwul ist. Ich bin nicht richtig am Arsch vorbei, also sagen wir es mal so. Und ich so Ausdrücke, aber... Also Teddy, es ist eine Sache, da musst du mit leben. Und im Prinzip ist es, finde ich, ist es einfacher, damit zu leben, als mit einem viel zu kleinen Penis. Ich glaube, dass die Probleme größer sind für einen Mann. Das eine Mal hast du, glaube ich, mal ein Foto mit, wo der eine nur 0,5 Zentimeter hat oder sowas. Genau, wobei die gut damit zurande kam, die Familie. Ich habe ja mit der Frau von dem Mann mich unterhalten. Und denen ging's gut. Hatte ich auch gesehen, ja. Ja, aber ich hatte auch schon sehr viele Gespräche mit Männern, die ganz kleine Penisse haben und wirklich großen Leidensdruck empfunden haben. Du musst damit leben, sei stolz in gewisser Weise darauf. Welchen Umfang hat er denn eigentlich? Ich bin eher stolz, sag ich mal, auf das, was ich so geleistet habe. Natürlich, klar. Weil man sollte sich nicht alleine, sag mal, auf seine Sexualität profitieren. Welchen Umfang hat er? Was war das? Circa 4,5 Zentimeter. Also ziemlich breit. Da kann man also nur hoffen, dass du jetzt auch eine Frau triffst, die das auch im Prinzip gut findet und drauf steht. Ne, und sich darauf einlässt. Natürlich nicht. Und sich darauf einlässt und du musst dann halt dein Handwerk beherrschen. Ja, vielleicht sind ja noch ein paar Anrufer heute mit bei, die vielleicht, oder ein Mädel dabei, was mich vielleicht kennenlernen möchte. Meine Nummer ist ja hinterlegt. Dann müssen wir erstmal. Dann müssen wir erstmal gut aussortieren, dass da auch richtig, wirklich Mädels hinterstecken, ne? Die dich dann kennenlernen wollen. Ja, Leidensgenossen, andere Männer, die vielleicht auch einen viel zu großen Penis haben. Wie geht ihr damit um? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ja, ich wollte nur sagen, das ist wirklich im Prinzip, weil jetzt viele wahrscheinlich jetzt vom Fernseher sitzen oder vom Radio und sitzen sich drüber kaputt lachen. Ich meine, man sollte nicht drüber lachen, wenn man das selber nicht durchlebt, sage ich. Absolut. Also, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht gibt es noch eine Rückmeldung während der Sendung. Du kannst zuhören und wir sind auch gespannt drauf. Ja, ich sehe dich sowieso jeden Abend, wenn ich Zeit habe. Also, ich muss ja echt sagen, die Sendung ist dufte. Danke. Auch wenn du schon oft gehört hast und ich war es einfach bei der Lesung. Bei dir in der Heller dabei, da bin ich extra aus Sachsen-Anhalt zu dir nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Ist das wahr? Das ist aber sehr nett. In welcher Lesung warst du? In welcher Stadt warst du? In Köln. Ja. Das ist aber sehr toll. Ja, ich bin knapp 5 Stunden beim Auto extra wegen euch gefahren. Wahnsinn. Ja. Das wird Heller auf jeden Fall sehr freuen und mich freut es natürlich auch sehr. Also wirklich, ihr seid spitze. Dankeschön, Teddy. Gruß auch nochmal ein ganzes Team von dir, das sind echt super Leute. Ich richte alles aus. Alles Gute, Teddy. Okay, tschüss. Also, wir unterhalten uns über Sexprobleme, über eure Sexprobleme, wenn ihr mögt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jessica, begrüße ich herzlich. Hallo Jessica. Ja, hallo. Hallo. 20 Jahre alt? Mhm. Sexprobleme? Ja. Erzähl. Und zwar ist mein Problem, dass ich nie einen Orgasmus habe, wenn ich mit einem Mann schlafe. Noch keinen Mann gehabt?
Doch, also ich habe schon mit Männern geschlafen, aber habe noch keinen richtigen Orgasmus dabei gehabt. Das meinte ich jetzt. Also du hast noch kein Mal, wenn du mit einem Mann geschlafen hast, einen Orgasmus erlebt. Ja, also keinen richtigen. Mhm. Was heißt keinen richtigen? Also keinen, ohne dass ich dazu helfen musste, sag ich mal. Hast du schon viele Männererfahrungen gesammelt? Hast du schon mit vielen Männern geschlafen? Also viel ist relativ, denke ich. Aber wie viel? Also ich bin damit zufrieden, sage ich mal. Na wie viel? 10, 15, 5? Ja, 15 ungefähr. 15, na gut, das ist schon ein guter Durchschnitt, glaube ich, ne, für 20. Hast du im Moment eine feste Beziehung? Ja. Wie lange schon? Seit fast 9 Monaten jetzt. Seit 9 Monaten. Und damit klappt es auch nicht mit dem Nein, mit dem klappt Mann. Auch nicht. Weiß er das? Ja, natürlich, klar. Wie geht er damit um? Also an sich, es stört ihn nicht richtig, aber er findet schon schade, dass es eben immer nur auf seinen Orgasmus ausgerichtet ist und ich eben nicht viel davon habe. Es funktioniert nur, wenn du etwas dazu tust, wenn du etwas nachhilfst. Genau. Quasi. Wie ist es, wenn du mit dir alleine bist, wenn du masturbierst? Ja, da klappt es super. Also da klappt es super. Überhaupt keine Probleme. Ja. Ich meine, ist das ja schon mal ein kleiner Schritt in Richtung dessen, was du möchtest, wenn es so ein bisschen klappt durch Nachhelfen. Ja, da klappt super. Also da kann ich auch 10 Orgasmen hintereinander haben, wenn ich will. Mhm. Was meinst du, woran das liegt? Du hast da wahrscheinlich viel drüber nachgedacht und schon so spekuliert. In welche Richtung spekulierst du? Also ich denke, dass es vielleicht psychisch irgendwie drin ist, weil körperlich, denke ich, ist bei mir alles normal. Also, und was mag das Psychische sein? Das kann sein, also durch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich 11 war oder 10, 11 rum, da habe ich das erste Mal mit einer Freundin, also Oralsex hatte ich da mit ihr. Mhm. Und ja, danach hatte ich ziemlich, also psychisch irgendwie, habe ich mir da ziemliche Vorwürfe gemacht und habe dann auch an Selbstmord teilweise gedacht. Also da habe ich mir wirklich gedacht, oh Gott, was habe ich da jetzt gemacht? Mhm. Und das habe ich dann auch jahrelang keinem erzählt, aber mittlerweile eigentlich erzähle ich das schon Leuten, die ich gut kenne. Ja. Hast du es deinem Freund auch erzählt? Ja. Ja. Das liegt ja nur eine ganze Weile schon zurück. Mhm. Und das waren damals so eine Gewissensbelastung für dich, dass du das gemacht hast. Ja, ziemlich. Mhm. Ja. Kann natürlich sein, dass das eine Blockade unter anderem ist, dass es ein Teil dessen ist. Ja, vielleicht. Wie ist das Verhältnis zu deinem jetzigen Freund? Ist das sehr toll? Ist das eine große Liebe? Es ist ja eine ziemlich große Liebe. Also wir sind auch verlobt und also es ist eigentlich alles von der Beziehung her alles super. Und der Sex ist eigentlich auch gut. Also es macht mir Spaß und alles. Es ist nur eben der letzte Kick, der fehlt eben. Mhm. Hast du, wenn du alleine mit dir deinen Spaß hast, so besondere Techniken, die du für dich entwickelt hast, die es dir dann am schönsten bereiten, wo du das optimale Gefühl dann erlebst? Also ich brauche klitoral die Stimulierung. Mhm. Hast du das so deinem Freund auch schon mal gesagt? Ja, ja. Mhm. Ja. Und hat er das versucht, dann halt auch umzusetzen, wenn ihr zusammen seid? Ja, er hat es schon versucht, nur irgendwie klappt es auch nicht so ganz. Mhm. Ich glaube, in dem Fall würde ich mal so tippen, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses ein sehr langsamer Prozess ist. Und es wäre, glaube ich, noch komplizierter, wenn du überhaupt gar nicht orgasmusfähig wärst, wenn du mit einem Mann zusammen bist. Aber da das ja so halb schon möglich ist, könnte das vielleicht auch das Eis brechen, was da noch herum besteht. Dass du einfach immer mehr versuchst, auch deswegen frag dich, wie die Beziehung ist zu deinem Freund. Und du sagst, es ist eine gute Beziehung, eine sehr innige Beziehung. Ja. Wenn ihr schon verlobt seid nach 9 Monaten, zeigt das ja auch. Mhm. Dass du wirklich mit aller Offenheit, aber ich glaube, du bist sehr offen, ihm alles sagst, wie du es magst, wie du es gerne hast. Mhm. Und dass einfach so dieses Fallen lassen, dieses sich fallen lassen, noch besser funktioniert. Ich glaube, daran liegt es sehr, ne? dass das nicht geht in dem Moment. Ja, das ist auch das Problem, also beim Sex, wenn, es ist einfach, ich denke an alles, nur nicht an das irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht darauf konzentrieren, was da jetzt gerade abläuft. Aha. Das ist immer so, wenn du mit deinem Freund schläfst? Das ist immer so, ja. Ich schaue dann mal nach rechts und dann fällt mir auf, oh Gott, das Kissen, da ist ein Fleck drauf und was weiß ich, halt so Kleinigkeiten. Das hier, da wunderst du dich, da bekäme ich auch keinen Orgasmus. Wie ist denn das, wenn du mit dir alleine bist? Denkst du dann auch an das Kissen und welches Waschpulver du noch kaufen musst? Nein, nein. Wie kommt das? Wie kommt das, dass du da... An was denkst du, wenn du dich selbst befriedigst? Das ist unterschiedlich. Sag mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel auch an Sex mit meinem Freund. Mhm. Ist absurd schon, ne?
Ja, es ist komisch. Also ich weiß auch nicht weiter. Ich habe mir jetzt schon ein Buch über Tantra gekauft oder beziehungsweise mein Freund hat es mir geschenkt. Ja. Und also es gibt sehr viel schlaue Literatur über Selbstbefriedigung und natürlich auch über Orgasmusfähigkeit. Auch in allen möglichen Frauenbuchläden, die es ja gibt in den großen Städten. Vielleicht wäre das auch noch eine Idee, da auch noch so ein bisschen theoretisch für dich rumzuforschen. Ja. Und du denkst ganz einfach beim Sex mit deinem Freund an den Sex mit deinem Freund. Das könnte ich mal ausprobieren. Ne, so wie du das machst, wenn du alleine bist. Mhm. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ich glaube, das wird schon klappen. Wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten, dann sagst du, es kracht nur noch so. Schön wäre. Aber das finde ich schon verrückt, dass du nicht an Sex denkst und an das, was gerade im Moment vorgeht, während du mit deinem Freund schläfst. Mhm. Ja, es ist immer, wenn ich passiv bin. Wenn ich aktiv bin, dann ist es anders. Dann konzentriere ich mich schon drauf. So, das heißt, du musst mehr passiv sein. Aktiv sein. Er muss mehr passiv sein und du musst mehr aktiv sein. Ja, aber dann konzentriere ich mich wieder nicht auf das, was ich fühle, sondern auf das, was er jetzt dabei fühlen kann. Nee, du sollst dich dann auch, das ist ja auch ein großer Fehler von vielen Frauen, die sich dann zu sehr auf den Mann konzentrieren. Du sollst dich auf dich konzentrieren. Das wird mit ihm schon, das funktioniert schon. Stell dir ganz einfach vor, du würdest dich dann selbst befriedigen, wenn du aktiv bist und mit ihm diverse Spielchen machst. Also es gibt noch viel auszuprobieren, glaube ich. Ja. Und schön aktiv sein. Okay. Jessica, alles Gute. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Karin habe ich jetzt. Herzlich willkommen. Hi. Ja, 27 Jahre alt. Ja, genau. Hallo Karin. Um was geht's? Es geht darum, also ich fange am besten von vorne an. Mhm. Ich bin halt seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Bin vor ein paar Monaten nach Hause gekommen und habe ihn halt vorm Rechner sitzend erwischt, als er sich pornografische Bildchen anschaut und sich dabei halt selbst befriedigt hat, das hat ihn furchtbar fertig gemacht, dass du ihn erwischt hast. Dass ich ihn erwischt habe. Ja. Und mich hat es erstmal auch schockiert und ich habe dann versucht, mit ihm darüber zu reden und er wollte eigentlich nicht darüber reden, hat dann aber doch irgendwann so erzählt und hat halt auch erzählt, dass er auch Telefonsex hat. Mhm. Also mit professionellen Anbieterinnen? Mit 0190er-Nummern? Mit 0190er-Nummern, genau. Hast du das denn noch nicht auf eurer Telefonrechnung gesehen? Er hat ja ein Mobiltelefon und da schaue ich mir die Rechnung nicht an. Ja, ja. Und da war ich dann doch ziemlich geschockt. Also ich war da richtig geschockt. Mhm. Und dann hat er mir aber gesagt, nee, also seit wir zusammen sind, sei das nicht mehr. Das hat aber nicht sehr lange gedauert. Das hat genau bis zur nächsten Telefonrechnung gedauert, bis ich dann rausgekriegt habe, dass es doch so ist. Also dann hast du die Rechnung doch gesehen? Ich habe sie mir geschnappt, ja. Ah ja. Mhm. Und hab ihn dann halt auch drauf angesprochen. Mhm. Und dann war es ihm wieder ganz furchtbar, dass ich das jetzt weiß. Und wir haben uns dann überlegt, dadurch, dass ich mich da irgendwie nicht mit wohlfühle, dass er sich halt bemüht, das abzustellen. Mhm. Und dass ich dann auch gleichzeitig irgendwie versuche, mein Misstrauen mit abzustellen. Mhm. Wie ist denn, wenn ich mal zwischendurch fragen darf, euer Sex, wenn ihr miteinander zusammen seid? Also, ich finde ihn ziemlich gut. Du findest ihn gut? Denke, er findet ihn auch ziemlich gut. Passiert es oft? Wie bitte? Passiert es oft? Dass wir Sex haben? Ja. Oder das, sehr oft. Ja. Ihr wohnt ja auch zusammen, das habe ich gerade so verstanden. Ja, ja, genau. Mhm. Also da ist so kein Mangel. Du meinst nicht, dass er da unterfordert ist. Das ist eigentlich so, hat so sein gesundes Maß oder sogar ist es reichlich, würde ich sagen. Es ist gut reichlich. Gut ja. reichlich sogar. Ja. Dennoch scheint der junge Mann ja einen starken Trieb zu haben, ne? Wenn er dann auch noch vor dem PC sitzt. Und das sind mehrere hundert Mark, ja. Und mehrere hundert Mark auch noch für telefoniert. Ja. Mhm. Und naja, auf jeden Fall haben wir uns halt überlegt, wir müssen da was dran ändern. Und er hat halt gesagt, ja. Er ändert und Wie will er es ändern? Indem er es einfach nur zurückschraubt oder ganz anders? Indem er zumindest keine 190er-Nummern mehr anruft, keinen Telefonsex mehr. Hast du denn auch was dagegen, wenn er ab und zu mal onaniert für sich allein? Nein. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich okay. Auch das ist völlig okay. Ja, nein, wir lachen so. Es gibt Partnerschaften, kenne ich im Privatkreis, wo der eine oder andere Partner dann sehr beleidigt wäre, wenn das rauskäme. Finde ich völlig unsinnig. Nee, also es ist mir auch nicht so schlimm, wenn er sich irgendwelche Bildchen anschaut. Ist mir genau. auch nicht so schlimm. Ja, ja.
Ich möchte also meinst du denn, dass er das jetzt schafft, dass er das runterschrauben kann mit oder ganz sein lassen kann mit dem Telefonieren? Ja, das ist jetzt das Problem, weil wir haben uns dann überlegt, dass es vielleicht ganz okay ist, wenn er mir seine Telefonrechnungen zeigt und damit dann halt vielleicht auch die Hemmschwelle größer ist, eine 190er Nummer. Klingt ja sehr suchthaft fast schon, wie ihr das vorgeht. Was ist denn das? Hat er dir das erklärt, warum er nun unbedingt das Nein. mit Nein. Konnte er nicht. Die Frage ist ja, warum macht er das? Er hat ein erfülltes Sexualleben mit dir. Und vor allen Dingen, mich würde interessieren, was redet der mit den Frauen? Spielt er sich dann in Fantasien rein, die er vielleicht mit dir nicht leben kann? Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Ich hab ihn gefragt und er wollte es mir nicht sagen. Mhm. Er wollte es mir einfach nicht sagen. Aber das müsstest du ihm eigentlich begreiflich machen, dass das auch dazugehört jetzt mit eurer Abmachung, dass er das offen sagt. Vielleicht könnt ihr dann gemeinsam das sogar irgendwie vielleicht auch erleben, wenn er noch einen geheimen Wunsch hat, den du noch gar nicht weißt. Vielleicht es ist nicht offengelegt. Was? Es ist nicht offengelegt? Nein, er legt mir ständig seine Telefonrechnungen hin und ja, tatsächlich keine 190er-Nummern mehr drauf, aber er kauft sich jetzt die Weekend und sind private Nummern, die nicht mit 190 anfangen. Das ist so ein Porno-Magazin, ne? Mit vielen Kontaktanzeigen und sowas, ne? Das ist, ja. Und also sind auch Professionelle mit Dates und Also irgendwie macht mich das misstrauisch, Karin. Nimmt misstrauisch in der Richtung, dass der sich was sucht, was er vermisst. Und ich finde einfach, das muss doch in einer offenen Liebe, in einem offenen Liebesverhältnis möglich sein, dass man das sagt. Was Aber er kann es nicht, er sagt es nicht. Ich frage ihn ja. Dann musst du ihm. Weil alle denken oder alle sagen sofort, Mensch, da fehlt ihm was. Mhm. Und ich. Aber du musst ihm einfach begreiflich machen, dass auf die Dauer das für dich eine enorme Verletzung darstellt. Und dass die Verletzung vielleicht viel geringer wäre, wenn er einfach mal den Mund aufmacht und es klar ausspricht. Vielleicht könnt ihr das ja zusammen auch machen, was er da sucht. Vielleicht. Oder vielleicht sucht er ja gar nichts Außergewöhnliches, aber dann soll er es dir zumindest ganz klar sagen, was da abgeht mit den Frauen. Ob das genau in der Fantasie so ein Sex ist, wie ihr beide ihn habt, oder ist er ganz anders drauf? Vielleicht hat er da echt irgendwelche SM-Praktiken oder weiß der Teufel was? Ja, also ich muss ja zugeben, dass ich bin im Moment alleine, er ist halt nicht da. Also ich bin furchtbar misstrauisch. Ja, eben. Auf Dauer und macht das ja eure Beziehung kaputt. Das macht sie kaputt. Also das musst du ihm klar machen. Ich habe gesucht und habe gefunden und habe halt diese Zeitschrift gefunden, habe einen Massagestab gefunden, habe Pornovideos gefunden und ich kann damit nicht umgehen. Bist du sicher, dass er Frauen anruft? Ja. Warum bist du sicher? Weil er mir, also zumindest hat er mir, er hat auch so Kontaktanzeigen im Internet geschaltet gehabt und das waren alles Frauen. Mhm. Ja, ist nur so eine Idee gewesen, weil das könnte ihm ja wahrscheinlich irre peinlich sein, wenn er sich mit Männern da unterhält und es wäre eine Hemmschwelle, es dir zu sagen. Nein, Karin, du musst da mehr Druck ausüben, dass er da klaren Wein einschenkt. Weil es eure Beziehung gefährdet und letztendlich zerstören kann. Und wenn er das will, das musst du ihm so klar machen. Ja, aber wenn er nichts sagt, was soll ich dann machen? Na, das, was ich gerade sagte, du musst ihm einfach klar machen, dass eure Beziehung da dran hängt. Dass, wenn das so weitergeht, ihr vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr zusammen seid. Aber ich meine, das Problem ist einfach, wir haben das versucht vor 3-4 Monaten. Mhm. Und was ich erreicht habe, ist, dass ich ihn in eine andere Ecke reingedrängt habe. Er hat sich halt einfach einen anderen Weg gesucht. Ja, weil er nicht die Wahrheit sagt. Und ich glaube, dass du da noch ein bisschen zu vorsichtig vorgegangen bist und nicht ihn sehr unter Druck gesetzt hast. Ich finde, man darf natürlich Menschen nicht unter Umständen in jeder Situation unter Druck setzen, aber in so einer Situation finde ich schon. Da hast du das Recht zu, Mensch, du bist deine Partnerin. Ja, ich frage mich teilweise, ob ich vielleicht eben nicht das Recht dazu habe. Finde ich schon. In einer Liebespartnerschaft hat man das Recht dazu. Finde ich schon. Es verletzt dich. So, ja, das ist schon Grund genug, dass er etwas verändern muss. Karin, mehr kann ich nicht sagen. Ja, okay, das reicht mir auch schon. Ja. Ich werde es einfach versuchen. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Tschüss, Karin. Tschüss. Heute sind aber die Frauen hier bei mir überzählig vertreten, was ich natürlich sehr schön finde. Aber es fällt mir auf. Anna, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anna.
Ja, mein Problem ist folgendes. Und zwar bin ich jetzt schon seit 1,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Alle sind 1,5 Jahre mit ihrem Freund zusammen. Wir sind beide im gleichen Alter. Also er ist auch 21. Ja. Und wohnt ihr auch zusammen? Nein, das nicht. Ah ja, und das Kernproblem ist jetzt halt, dass wir, wie gesagt, seit 1,5 Jahren zusammen sind und es bisher noch nicht geschafft haben, miteinander zu schlafen. Wie bitte? Ungewollt. Also es haben sich durchaus zahlreiche, ich kann sie wirklich schon nicht mehr zählen, Situationen ergeben, gerade auch zum Anfang der Beziehung, wo man ja dann doch neugierig auf den Partner ist und sich extrem begehrt. Also es haben sich wirklich viele Situationen ergeben, wo es wo der letzte Schritt hätte vollzogen werden können. Aber irgendwie hat er im letzten Moment immer wieder seine Erektion verloren oder hat sich zurückgezogen oder ist schweigsam drüber hinweggegangen. Also es kam schon zu Situationen, ja, wo ihr euch gestreichelt habt, wo ihr pettingmäßig wir haben eigentlich in der Hinsicht haben wir wirklich schon sind wir sehr weit gegangen. Also ihr lagt schon mal nackt zusammen im Bett. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Wir haben auch schon gemeinsam übernachtet und das ganze Repertoire eigentlich durchgemacht. Aber ihr habt noch keinmal richtig miteinander geschlafen? Nein. Er hat noch keinmal über einen längeren Zeitraum eine Erektion gehabt? Nein. Er hat noch keinen Orgasmus gehabt? Nein. Und ich natürlich dementsprechend auch nicht. Natürlich ist das natürlich nicht. Es hätte ja sein können, dass er sich sehr intensiv... Nee, also da stellt er sich auch nicht so gekonnt an. Das muss ich also auch gleich dazu sagen. Wir sind vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber wir sind beide auch noch ziemlich unerfahren im Bett. Was also diese Sexualität angeht, haben wir vorher zwar auch schon Beziehungen gehabt, aber da ist es halt auch nie dazu gekommen, dass wir mit einem Partner geschlafen hätten, weil das alles eher oberflächlich war. Wie ist das bei dir? Die erste Frage, onanierst du, masturbierst du? Ich habe mir zwar jetzt einen Vibrator gekauft und habe das auch schon mal ausprobiert. Es hat mir aber allerdings noch nicht so gut gefallen, aber ich denke mal, ich bin auf dem Weg dabei, es zu entdecken für mich selbst. Das heißt, du hast auch noch keinen Orgasmus erlebt in deinem Leben? Nee, aber ich bin, wie gesagt, dabei, mich jetzt mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil ich es bei meinem Freund ja nicht kriege. Also ja, finde ich auf jeden Fall auch schon mal einen sehr richtigen Weg und eigentlich schon längst überfällig. Mit 21 hättest du schon längst machen müssen. Ja, nur irgendwie habe ich auch immer wieder im Laufe der Beziehung mir neuen Mut eingeredet und ich habe mir auch Literatur gekauft und ihm auch Literatur geschenkt. Und also ganz theoretisch, pragmatisch daran gegangen. Ja. Onaniert er denn? Also darüber redet er ehrlich gesagt nicht mit mir. Hast du ihn denn gefragt? So direkt nicht, weil ich halt auch merke, dass er mir dann bei solch direkten Fragen oft ausweicht. Also er merkt ja schon, dass es an ihm liegt und das ist ihm natürlich auch super unangenehm und er war auch schon so oft verzweifelt und es geht mittlerweile auch wirklich an die Substanz. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das so oft passiert ist, dass ihr jetzt schon die Situation meidet, ne? Wo es passieren könnte. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Das heißt, ihr lebt quasi wie Bruder und Schwester nebeneinander. Ja, also mittlerweile bin ich auch so frustriert, dass ich schon so eine Art sexuelle Blockade aufgebaut habe und sobald irgendwie wieder so eine Situation der Zweisamkeit aufkommt, dass ich mich noch mehr zurückziehe und dann fängt er wieder an, knatschig zu werden. Hat er denn, als ihr da am Anfang drüber gesprochen habt, hat er denn ansatzweise dir eine Richtung gegeben, woran es liegen könnte? Kam immer wieder unterschiedlich. Mal hieß es, es liegt an meiner Wohnung, dass sie ihm nicht gefallen hat. Deshalb knickt er wieder ein, der Kleine? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie, dann war es auch mal eine Zeit lang, er kennt mich ja noch nicht gut genug, aber das kann man nach 1,5 Jahren ja nun wirklich nicht mehr sagen. Hast du den Eindruck, ich meine, jetzt macht ihr es ja nicht mehr, aber dass ihn das schon etwas erregt hat, wenn du ihn anfasst an den entsprechenden Stellen? Ja, also eine Erektion hat er wohl schon ein paar Mal gehabt, wenn wir so gekuschelt haben, auf dem Sofa nebeneinander saßen. Und dann fing sozusagen das Vorspiel an. Und sobald es dann wirklich ans Eingemachte ging, ruckzuck war sie weg. Also sobald er dann merkte, jetzt wird's ernst, hat er die Erektion wieder verloren und dann lagen wir wieder frustriert nebeneinander. Was heißt denn, es wird ernst? Hast du denn auch an seinem Penis gespielt? Hast du ihn gestreichelt? Ich hab's, also an für sich, gebe ich zu, da habe ich da schon anfängliche Berührungsängste auch gehabt, gerade aufgrund meiner Unerfahrenheit. Ich habe auch nicht gedacht, dass da jetzt so eine extreme manuelle Stimulanz erforderlich ist, damit man überhaupt miteinander schlafen kann. Ich dachte, vielleicht reicht ihm auch mein Anblick schon, weil er meinte auch oft, dass er mich rein optisch ja optimal findet und mich auch
begehren würde. Das bestätigt er mir eigentlich immer wieder. Ja. Aber trotzdem reicht ihm das wohl irgendwie nicht aus. Und naja, ich habe es dann halt schon mal manuell versucht, aber dann zieht er sich auch wieder zurück. Also da scheint er das auch gar nicht so zu mögen, wenn ich ihn dann versuche. Also das klingt schon sehr seltsam. Wenn man anderthalb Jahre zusammen ist und es ist so verklemmt und verkrustet. Vor allem weiß ich mittlerweile auch echt nicht mehr, ob ich ihn noch liebe, weil das überträgt sich mittlerweile auf die emotionale Ebene. Darauf wollte ich gerade hinaus. Wie ist denn so an sich eure Beziehung, abgesehen von der Sexualität? Also an für sich, also ich wäre nicht anderthalb Jahre mit ihm jetzt zusammengeblieben, wenn die charakterlichen Qualitäten nicht in Ordnung wären. Mhm. Also er ist schon so... Anna, ich glaube auch, dass ihr beide ein bisschen verklemmt mit dem Thema umgeht. Ja, also mittlerweile... Obwohl du gar nicht verklemmt wirkst, du redest ja jetzt ganz offen. Aber ich glaube, in eurer Zweisamkeit seid ihr da relativ verklemmt. Hast du ihm zum Beispiel erzählt, dass du dir einen Vibrator gekauft hast? Nein. Ja, siehst du. Nein. Ich würde sagen, fang doch mal mit dieser Thematik wirklich ganz radikal offen an. Frag ihn, ob er onaniert, wann er onaniert, an was er dann denkt. Erzähl du ihm von dem Vibrator und schlage dann mal diesen vielleicht sehr gewagten, oder schlage mal etwas vor, was vielleicht sehr gewagt ist, dass ihr mal zusammen onaniert. Ja, ich weiß nicht. Also das könnte ich, glaube ich, alles erst dann machen, wenn wir wirklich schon mal so diese Situation gehabt hätten, dass wir wirklich miteinander geschlafen haben. Na gut, aber man muss jetzt neue Wege suchen. Ja. Das funktioniert ja nicht. Ja, nur, redet doch ganz einfach mal offen darüber, was euch beide erregt. Ja. Dass du ihm das erzählst, dass er das erzählt. Ja, nur wir haben irgendwie schon so viel über dieses... ich glaube nicht, dass ihr ganz offen geredet. Ja, ich glaube aber nicht, dass ihr... Wenn du nicht mal weißt, ob er onaniert, dann habt ihr noch nicht richtig ganz offen... Ja, wir haben immer nur über diesen Missstand geredet. Also, sodass wir auch Es muss ja nicht auf diesen klassischen Koitus gleich hinauslaufen. Nee, es wäre schon mal toll, wenn ihr beide einfach, ich sag's jetzt mal ganz platt, geil nebeneinander liegen würdet und in irgendeiner Weise, wie auch immer, Spaß alleine miteinander hätte. Das wäre schon mal ein toller Schritt. Und das andere kommt dann schon irgendwann. Aber dafür muss jetzt irgendwie wirklich eine etwas aufgebrochen werden in eurem Verhalten. Denn euer Verhalten ist so ritualisiert jetzt. Ja, das stimmt. Dass so auf diesen normalen Wege läuft ja überhaupt gar nichts. Du musst jetzt einen Tabubruch begehen. Du musst jetzt Dinge sagen und fragen, die du eigentlich nicht fragen dürftest. Die du nicht fragen würdest. Ja, so wie du eigentlich so drauf bist. Denn auch in diesem Fall, wie gerade, scheint ja die Beziehung gefährdet. Und zu Recht finde ich das auch. Wenn man so junge Leute, die anderthalb Jahre zusammen sind und so ein Murks da passiert, das ist ja alles, das kann ja nur in eine Sackgasse führen. Und ihr seid schon ziemlich reingefahren in die Sackgasse. Ja, eben. Also wir haben überhaupt keine Spontanität, keine Leidenschaft in unserer Beziehung. Hatten wir noch nie gehabt. Küsst ihr euch eigentlich? Bitte? Küsst ihr euch? Ja, das schon. Also alles andere ist, wie gesagt, eigentlich in Ordnung. Mhm. Ne? Also ich rate zwar hier sehr oft Leuten, geht zu einem Therapeuten oder geht mal zu einer Paarberatung oder so etwas. Ich möchte damit aber auch, ich möchte das auch nicht übertreiben. Und ich finde immer besser, wenn Menschen erstmal alles aus sich heraus versuchen. Deswegen habe ich das gerade zu euch auch gesagt, ihr müsst jetzt erstmal neue Wege für euch suchen. Und wenn das dann alles nicht klappt, dann könnte man das ja auch mal überlegen, zumindest ein paar Stunden mal zu einem Therapeuten zu gehen. Aber ich finde, das könntet ihr erstmal alleine auch mal versuchen. Ja. Bist du denn auch ganz sicher? Ich meine, man denkt ja über alles so nach, dass dein Freund auf Frauen steht. Ich denke schon. Ja, also, man muss es ja fragen. Das habe ich ihn natürlich noch nie so direkt gefragt, aber er behauptet ja immer wieder, dass er mich begehren würde und die Frage würde ich ihm zum Beispiel aber auch mal stellen. Ja, weil ich weiß nicht, ob er sich da nicht doch so ein bisschen verletzt fühlt. Nein. Man muss doch offen miteinander umgehen können. Ja, das machen wir an für sich, aber mittlerweile ist das Thema auch schon so breit getreten, dass wir auch schon müde sind, darüber überhaupt noch zu reden. Ich glaube, aufgrund unseres Gespräches werden dir noch ganz viele neue Fragen jetzt einfallen, wenn du mit ihm zusammen bist. Ja, das stimmt. Also die Fragen, die du jetzt mir hier gegeben hast, die habe ich ihm noch nie gestellt. Mal sehen, was er sagt, wenn er deinen Vibrator sieht. Vielleicht kann er ja auch gewisse Spielchen mit dir und dem Vibrator treiben. Vielleicht macht ihn das ja dann auch an oder irgend sowas, weißt du? Ja, sicher, es wäre natürlich möglich. Mach doch mal so eine richtige Session, so eine Sex-Session. Ja, aber ich finde, das ist auch schon wieder so unromantisch, wenn man das vorher so planen muss. Nee, ja, muss ja nicht so richtig ins Detail geplant sein. Kriegt mal raus, auf was er geil ist, was er gut findet. Ja. Holt euch vielleicht einen schönen Pornofilm oder irgend sowas. Ja. Muss ja auch nicht sein. Ich sage hier nur so ein paar Beispiele, ne? Um einfach mal irgendwas anders zu machen. Ja, sicher. Anna, wann unterhalten wir uns nochmal? Okay, ja, danke schön. Nein, ich sag, wann unterhalten wir uns nochmal? Ja, in 4 Wochen. Ja, in 4 Wochen rufen wir dich nochmal an und dann möchte ich Ergebnisse hören.
Ja, okay. Wie ist abgegangen? Ich hoffe, dass es bis dahin dann geglückt ist. Wenn du dann noch vor Verzückung überhaupt reden kannst. Oh, ja, ich bin skeptisch. Wir telefonieren nochmal, wir rufen dich an. Wir klären das nochmal ab, wann wir dich genau anrufen, okay? Okay, danke. Alles Gute, Anna. Ja, danke. Ciao. Tschüss. 1:38, Achtung, dann auf die Sekunde. 38 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 39 und 19 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Sexprobleme. Ganz einfach. Erzählt mir von euren Sexproblemen, die ihr habt oder hattet. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 112. Ich begrüße ganz herzlich Birgit und Birgit ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Birgit. Hallo. Welche Probleme plagen dich? Welche Probleme plagen mich? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Orgasmus gehabt. Mhm. War jetzt 9 Jahre verheiratet und konnte eigentlich für mich immer sehr gut mit dem Thema umgehen. Also ich muss sagen, mir hat nie irgendwie großartig was gefehlt. Mhm. Und mein Mann hat eigentlich von Anfang an auch immer gesagt, das stört ihn nicht. Also wusste er das, dass du keinen Orgasmus hattest? Er wusste das. Ich habe also noch nie irgendeinen Menschen angelogen. Ich wüsste auch gar nicht wie, weil wenn man nicht weiß, wie was ist, kann man nichts vorspielen. Na, da haben die Mädels schon tolle Techniken raus, wie man das vorspielen kann. Ja gut, vielleicht bin ich da zu dumm oder zu ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, zu ehrlich. Gut, aber mich hat es auch nicht gestört. Also mir hat eigentlich dementsprechend, wenn mein Mann oder überhaupt ein Partner auf mich eingegangen ist, nie was gefehlt. Also hast du denn Spaß in den 9 Jahren Ehe am Sex gehabt? Ja, sehr. Und das ist das, was mich am meisten jetzt momentan kaputt macht, weil die Begründung, warum mein Mann sich von mir getrennt hat, war, dass er nicht mehr damit leben kann, dass ich keinen Orgasmus habe. Und das war der Trennungsgrund, obwohl er vorher immer gesagt hat, ist es ihm egal. Ja, genau. Also er hat sich schon immer Mühe gegeben und alles und ich war dann zwischenzeitlich auch mal beim Arzt und habe das checken lassen und der sagte, ja, also gar kein Thema, bei mir ist körperlich alles in Ordnung. Du warst bei einem Frauenarzt. Ja, genau. Ja, ich glaube auch in den meisten Fällen ist das kein körperliches Problem. Ja, also ich habe keine Ahnung und ich muss sagen, ich konnte für mich sehr gut damit umgehen, war auch für mich auf der sicheren Seite, weil mein Mann gesagt hat, es stört ihn nicht. Aber sag mal, war das denn, kam das so aus heiterem Himmel, dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr deshalb oder ja, hat also sich das für mich kam das aus heiterem Himmel. Nach 9 Jahren Ehe, habt ihr Kinder auch? Ja. Wie viele? Zwei Kinder, wie alt sind die? 10 und 4. 10 und 4. Und jetzt, wie lange bist du jetzt getrennt von deinem Mann? Ein halbes Jahr. Und das war die einzige Begründung von ihm? Ja, die schwerwiegendste. Hat er denn gesagt, dass ihm der Sex generell dann nicht mehr so gut oder generell nicht gut gefallen hat mit dir? Ja, also das war jetzt sehr zwiespältig, weil wenn man sich trennt, sind Emotionen kochen, die Emotionen hoch. Man sagt Sachen, die man gar nicht so ernst meint. Mhm. Jetzt im Nachhinein, wenn er ruhig drüber redet, sagt er, also der Sex mit mir war nach wie vor schön und das Vertrauen war ihm einfach wichtig, weil wir haben sehr viel drüber geredet, wir waren sehr offen, haben viele Sachen gemacht. Weißt du, was mich wundert, wenn ihn das dann doch so sehr gestört hat, warum er nicht es forciert hat, dass ihr gemeinsam dazu eine Lösung kommt? Also ich hatte ihm vorgeschlagen, nach dem Besuch beim Frauenarzt, nachdem der gesagt hat, es ist körperlich alles in Ordnung. Und ich hatte dort mal so Spritzen bekommen, so Art Potenzmittel, also dass praktisch die Libido irgendwie angeschoben wird. Also ich habe nichts gemerkt, weil so fehlt ja nichts. Ja. Bloß das i-Tüpfelchen fehlt halt. Mhm. Und der Frauenarzt hatte gemeint, man könnte noch zu einem Therapeuten gehen. Mhm. Und mein Mann hat das also absolut abgewiegelt, hat er gesagt, wieso? Also es ist doch alles schön, es ist wunderbar. Ihm ist das Vertrauen wichtiger. Aber er hat dich dann dennoch verlassen.
Ja, er hat auch... Was ist denn das für eine komische Haltung? Das verstehe ich nicht. Erst kritisiert er das und dann gibt es einen Vorschlag von dem Frauenarzt, der ja vernünftig ist, nachdem er abgeklärt hat, dass körperlich alles in Ordnung ist, dass man das vielleicht mit einem Therapeuten gemeinsam beredet. Und das will er dann nicht. Stattdessen verlässt er dich. Wie seltsam. Stattdessen kann man nicht sagen, weil das war dann ein gutes Jahr oder fast schon 2 Jahre später. Na gut, aber er hat dann dieses als Begründung angebracht. Ja, und also er hat immer gesagt, er hätte mir das, also zum Zeitpunkt der Trennung hat er gesagt, das hätte ihn schon lange gestört. Er konnte mir nur nicht sagen, weil er mich nicht verletzen wollte. Also das klingt alles schon sehr, sehr kurios. Nun seid ihr aber ein halbes Jahr getrennt. Ja. Hast du denn die Sehnsucht, ihn wieder zurückzubekommen? Also, möchtest du es gerne? Vor 1-2 Monaten hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, weil die Liebe kann man nicht einfach abschalten. Ja, es sind 9 Jahre auch. Und auch wenn ich meine Kinder beobachte, wie meine Kinder leiden und... Aber das würdest du jetzt nicht mehr so sagen. Ja, doch, ich weiß es nicht. Ich bin zwiespältig. Mhm. Gut, das ist jetzt das eine Problem. Was jetzt aus dieser kaputten Partnerschaft wird, ob die sich vielleicht nochmal einrenkt. Hat er denn übrigens eine neue Frau? Ja, er ist bei mir ausgezogen und bei einer anderen eingezogen. Ach so, also stellt sich die Frage auch gar nicht so, ob ihr wieder zusammenkommt. Das weiß ich nicht, weil also so ganz glücklich scheint er auch nicht zu sein. Also er ist auch des Öfteren hier. Ich sehe ihn regelmäßig. Ja. Aber was er mir halt dann erzählt hat, also es ist schon ein ganz anderes Gefühl beim Sex, wenn die Partnerin auch kommt. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, bist du dir so sicher, ob die Frau dir nicht auch was vorspielt? Mhm. Und darauf konnte er mir keine Antwort geben. So, Birk, das ist natürlich die Grundfrage. Wie willst du mit dir weiter umgehen? Was möchtest du machen? Willst du so weiterleben, weil du sagst, ich vermisse ja eigentlich gar nichts? Oder möchtest du etwas an deinem Erleben verändern? Darum geht's ja. Ich habe ja ein sehr intensives Erleben, wenn der Partner auf mich eingeht. Also mir fehlt nichts. Ich kann den Sex sehr wohl genießen und ich genieße es sehr. Wenn du, onanierst du, wenn du alleine bist oder jetzt, wo du keinen Mann mehr hast? Nein, ich habe es aufgegeben, weil das bringt mir überhaupt nichts. Also ich hab's wirklich lang probiert, weil ich mir gedacht habe, irgendwann und irgendwie muss es ja funktionieren. Mhm. Und ich kenne meinen Körper, ich kann auch mit meinem Körper umgehen. Bloß ist es irgendwie, bringt mir das nichts, als wenn ich jetzt einen Partner dabei habe. So, wie soll es jetzt weitergehen? Sagst du jetzt für dich, ich vermisse ja nichts, ich mache auch nichts? Oder hast du dich entschlossen zu sagen, es scheint ja doch sehr kompliziert zu sein? Eine psychische Verknotung scheint vorzuliegen. Für mich wird es jetzt insofern kompliziert. Eigentlich habe ich mir nie großartig Gedanken drüber gemacht, weil sich für mich die Frage nicht gestellt hat. Aber jetzt stellt sich die Frage, wenn ich einen neuen Partner habe und... dass nicht das Gleiche wieder passiert. Dass mir das Gleiche wieder Birgit, passiert. Weißt du, was mich immer so ein bisschen stutzig macht? Wenn in der Regel erzählen mir das Frauen, Männer eigentlich nie, wenn ich mich recht erinnere, dass die sagen, ich kriege das mit mir alleine nicht hin. Oder es bringt mir nichts. Dann habe ich immer so die Grundvermutung, dass die entsprechende Person oder dass die Frau kein wirklich gutes harmonisches Verhältnis zum eigenen Körper hat. Weil ich glaube, wenn man das hat, kann man auch nach Herzenslust die Sexualität mit sich selbst erleben. Und wenn man die mit Herzenslust mit sich selbst erleben kann, glaube ich, ist man der optimale Partner für einen anderen Menschen auch beim Sex. Ja, mag vielleicht in vielen Fällen irgendwie zutreffend sein, aber also ich bin jetzt ein Mensch, der braucht viel Geborgenheit und viel Zärtlichkeit und die kann man sich selber in dem Sinn gar nicht so geben. Da geht's eigentlich um Sex und da geht's um puren Sex, wenn man jetzt selber sich befriedigt. Wenn man jetzt aber das ein bisschen umdreht mit Geborgenheit und mit Zärtlichkeit, dann kann sich das genauso aufschaukeln und das ist halt das, was... Also was das Problem, was ich im Moment habe, ist, ich will es dir ja nicht aufreden. Nee, nee, um Gottes Willen, ich habe das auch alles schon durch. Also es ist nicht so, ich habe... Aber du hast das Grundproblem hast du, wenn ich jetzt einen neuen Partner kennenlerne, könnte ich wieder in die gleichen Schwierigkeiten kommen. Ja, das ist die Frage. Ja, genau, ich habe Angst. Wie reagiert, weil man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus und sagt so, juhu, also du kannst dich abstrampeln so lange wie du willst, das passiert sowieso nichts. Also insofern finde ich das auch eine begründete Angst, weil du hast die Erfahrung gemacht, dass du hattest den Eindruck, dass du dich sehr arrangiert hast mit deinem Mann, weil du Spaß an der Sexualität hattest, auch ohne Orgasmus und ihm hat es auch Spaß gemacht. Ja. Und dann hast du aber jetzt quasi diesen Hammer jetzt auf den Kopf bekommen, ne? Von ihm. Schwieriges Problem. Eigentlich willst du es gar nicht, ne? Eigentlich willst du an dir gar nichts ändern. Du würdest das jetzt nur tun für eine neue Beziehung.
Ja, und da weiß ich halt auch nicht, ob das der richtige Weg ist, weil wenn, dann sollte man etwas für sich selbst machen. So sehe ich es eigentlich auch. So sehe ich es eigentlich auch. Und ich sehe aber irgendwo nicht ein, warum, weil wenn der Partner genug auf mich eingeht, und das sollte ja eigentlich Voraussetzung sein. Ich bin eigentlich deiner Auffassung. Ja. Ich bin eigentlich deiner Auffassung und würde auch die Orientierung auf deine Person legen, was du möchtest, nicht auf einen Mann, der vielleicht irgendwann mal kommt. Aber das ist ein kompliziertes Problem. Deswegen möchte ich, dass du ein paar Sätze mit meinem Psychologen noch redest. Ist das in Ordnung? Ja. Schaden kann es ja nichts. Ja. Ne? Das machen wir mal so. Das ist der Peter heute Nacht. Du legst auf und das heißt, der Peter ruft dich gleich nochmal an. Ja, alles klar. Meine Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss, Birgit. Steffi, 26. Die Jungs haben Angst anzurufen. Ich rufe keinen Mann mehr an. Hallo Steffi. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo Steffi. Ich rufe an wegen der Karin. Ich wollte der Karin eigentlich sagen, dass ihr Mann, niemals damit aufhören wird, anzurufen. Ah, Karin war die Geschichte, deren Freund... 0190er Nummer, richtig. 0190er Nummer vor dem PC. Richtig. Hast du diesbezüglich Erfahrungen gemacht? Ja, ich arbeite dort. Ach, du bist in einem sogenannten Sex... Richtig. Du bist Telefonsexerin. Nein, also es ist nicht nur Telefonsex. Das kannst du so nicht sagen. Die Männer rufen aus unterschiedlichsten Gründen an. Ja. Aber klar, die unterhalten sich unter Umständen übers Wetter mit euch. Nein, nicht nur über Wetter. Nein, natürlich nicht nur. Aber ich sage, unter Umständen kann es auch sowas sein, was ganz Harmloses. Aber es läuft natürlich auch... Ja, auf jeden Fall. Es läuft auch auf Sex hinaus. Ne? Nein, nicht immer, Domian. Nee, nicht immer, das ist mir schon klar, ja. Na, es sind sehr viele verheiratete Männer, die kommen vorne und hinten mit ihren Frauen einfach nicht klar. Ja. Und die rufen uns dann an und sagen, du Hammer, du bist doch eine Frau. Wie siehst du das denn? Wie würdest du das machen? Ja. Seid in sexueller Hinsicht ein ganz normales Gespräch. Aber wir haben ja gerade erörtert mit der Karin, es könnte ja sein, dass ihr Freund, ich glaube, sie war nicht verheiratet, dass ihr Freund sich auf dieser Telefonleitung Line etwas holt, was er in dem Sexleben nicht bekommt mit ihr. Machst du die Erfahrung auch, dass ihr dann mit den Männern Fantasien durchspielen müsstet, die sie real nicht erleben können? Ja. Welche Fantasien sind das beispielsweise? Das sind die unterschiedlichsten Sachen. Es kann teilweise sein, halt, dass sie sich wünschen, im Freien was zu haben mit ihren Frauen. Mhm. Das ist ja noch harmlos, ne? Ja, viele sagen halt auch mitten in der Diskothek oder mitten im Restaurant, sei es mal eben schnell ein Quickie in der Toilette. Das ist ja auch noch harmlos. Ja, dann gibt es auch welche, die wollen halt von ihrer Frau halt diese Sadomaso-Spiele, sich aber nicht trauen, den Frauen das zu sagen. Mhm. Bis hin halt wirklich zu diesen halt... ganz krassen Sachen. Ja, richtig. Ja. Halt dieses... Wie weit gehst du in der Fantasie? Ja, ihr Lieben, hier müssen wir leider rausgehen. Aufgrund unserer technischen Probleme vorhin konnten wir heute Nacht leider nicht live senden. Dafür haben wir euch eine Sendung gezeigt vom 31.05.2001 und die Sendung hieß Sexprobleme. Ich hoffe, es war für euch interessant oder vielleicht auch ganz nett zuzuschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Morgen sind wir nicht da, morgen ist ja Feiertag. Wir sind erst wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Mein Team diese Woche waren Thomas Reintke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Gudrun Hausen, Corinna Mindermann, Nikolas Schelzig, Thorsten Palut, Dorit Herber und Heide Schweitzer. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das würde niemand von mir denken. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Feuer. Ich wünsche euch ein schönes und ein erholsames, ein gutes, langes Wochenende und freue mich darauf, wenn wir uns wieder sehen, wieder hören. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, ciao.